herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Jareni, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Heute geht es weiter mit dem Lösen von Manipulationsenergien. Und die heutige Meditation ist auch so ein bisschen Selbstanleitung, was du machen kannst, wenn du merkst, dir gehen andere Leute zu nahe. Das ist ja auch, wir sind ja durch dieses ganze Social Distancing Ding eigentlich einen anderen Freiraum gewohnt. Und man kann sich das so vorstellen, dass wir da auch etwas dünner geworden sind, dünnhäutiger geworden sind. Und deshalb sind wir es nicht mehr gewohnt, wenn wir auf viele Menschen treffen. Wenn Menschenmassen generell zusammenkommen, entsteht eine kollektive Energie. Und ich kenne ganz viele Leute, die sehr anfällig sind auf diese kollektiven Felder. Also denen geht es dann zum Beispiel in Einkaufszentren ganz schlecht, weil die so diese Energie spüren, dieses Kollektive. Und du kannst dir das so vorstellen, wenn eine Person sich ärgert, naja, dann ist das unangenehm. Aber wenn 1000 Leute sich ärgern, entsteht da eine Massenenergie. Genauso mit Angst. Deshalb ist es ja auch, wenn du in einem Kinofilm sitzt, viel, viel spannender, wenn du in einem Kino einen Film schaust, nicht nur wegen der Größe, und auch viel, viel lustiger, wenn du eine Komödie schaust oder viel bewegender, wenn du ein Drama schaust, weil eben diese Massenenergie das nochmal verstärkt. Das reißt dich nochmal mehr mit, als wenn du alleine bist. Und heute geht es mal darum, ein Bewusstsein zu entwickeln, wo tauche ich selber in diese kollektiven Felder ein. Vor allem eben auch, wenn ich mit Menschenmassen in Menschenmassen bin, zum Beispiel in einem öffentlichen Verkehrsmittel, in einem Straßenbahn, Bus, Zug und so weiter. Und wo tauche ich vielleicht sogar ein, wenn ich daheim bin? Denn natürlich auch alles, was viele Leute sehen, eben Nachrichtensendungen zum Beispiel, erzeugt auch dieses Feld. Ja? Und auch das kann dann andocken. Und du kannst dir vorstellen, dass diese Felder, je mehr die genährt werden, umso konkreter werden die, umso schwerwiegender werden die, wenn die immer wieder holt werden. Das ist wie wenn du jeden Tag ins Fitnessstudio gehst, wirst du ganz andere Erfolge haben, als wenn du alle 2 Wochen einmal hingehst. Und so ist das mit Energie auch. Das heißt, die verdichtet sich und die wird dann wirksamer und wirklicher. Und wie du dich selber da rausnehmen kannst und wie du nicht Teil des Problems werden kannst, werden wir heute durchgehen. Wie gesagt, das kannst du als praktische Übung auch sehen und dir einfach so ein bisschen die Bilder merken während dieser Reise und kannst das immer auch selber dann wieder anwenden, wenn du das Gefühl hast, du bist ein bisschen unrund. Okay, dann starten wir mal. Schließ mal deine Augen und atme tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Du spürst, dass du ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt kommst. Das heißt, der Raum, in dem du dich jetzt befindest, ist einzig und alleine von dir erfüllt. Der Raum, in dem du dich befindest, ist einzig und allein von dir erfüllt. Und das ist ein unendlich weiter Raum, der ganz mit deinen Frequenzen gefüllt ist. All den Farben und Klängen deines Lebens. Dieser Raum ist vielleicht ein bisschen in Bewegung, vielleicht ist dein Feld ein bisschen in Bewegung, aber es ist auf jeden Fall deine Energie. Das heißt, da kommt jetzt nichts von außen zu dir und es wird auch nichts in diesem Raum gezeigt, was nicht zu dir gehört.
Das heißt, es ist wirklich 100%ig dein Raum. Und du begibst dich jetzt in deinem Tempo durch diesen wundervollen Raum, genau in das Zentrum dieses Raumes. Und du erkennst das Zentrum dieses Raumes daran, dass es dort einen Stuhl gibt oder eine Couch oder ein Bett. Etwas, wo du dich hinsetzen oder hinlegen kannst. Du gehst also jetzt zur Mitte dieses Raumes, zur Mitte deiner Energie. Und du merkst, je mehr du in die Mitte deiner Energie kommst, umso heller werden die Farben. Farben, die vorher noch ganz intensiv waren, werden ein bisschen blasser, lichtdurchfluteter, heller. Und du spürst, dass das Zentrum dieses Raumes strahlendes, weißes Licht ist. Und du folgst jetzt einfach so deinem Instinkt in die Mitte deines Raumes. Strahlendes, weißes Licht. Du spürst, die Bewegung um dich herum wird immer ruhiger. Du entspannst dich mehr und mehr. Du spürst, wie du lockerer wirst, wie sich wirklich jede Faser deines Daseins angenehm, ruhig und entspannt anfühlt. Und du erlaubst dir, jetzt die Mitte dieses Raumes zu finden. Dieses strahlende Weiß hüllt dich ein, reinigt dich, erfrischt dich und fließt durch alle Aspekte deines Seins. Jeder Teil deines Lebens wird nun von diesem weißen Licht durchdrungen, durchflutet. Und in diesem Licht lässt du dich jetzt nieder. In deinem Zentrum. Du genießt diese Ruhe ein bisschen, diese Entspannung. Und erlaubst dir schließlich unterrichtet zu werden oder besser gesagt inspiriert zu werden. Wie halte ich mein Zentrum, wenn ich in der äußeren Welt bin, wenn ich anderen begegne? Wie ist es mir möglich, in meiner Mitte zu bleiben, wenn rund um mich herum Energiefelder und Energiewolken ziehen? Und vor deinem inneren Auge erscheint nun ein Bild, das Bild eines unendlichen Himmels, über den von Zeit zu Zeit Wolken ziehen. Dunklere Wolken, hellere Wolken, kleine Wolken, große Wolken. Und du spürst, dass dich manche Wolken mehr anziehen, so als würdest du gerne zu den Wolken gehen, und andere lassen dich völlig
ruhig in deiner Mitte. Beobachte nun mal dieses Wolkenbild. Und nun mach dir bewusster, welche Art Wolken dich denn anziehen. Bringt dich Stress von anderen mehr aus deiner Mitte? Was ist es, was dich aus deiner Mitte zieht? Vielleicht ist es Unbewusstheit von anderen, Unachtsamkeit von anderen. Vielleicht ist es eine gewisse Unverschämtheit von anderen. Vielleicht ist es auch im Positiven etwas, was du bewunderst. Einen gewissen Mut. Egal, was du da wahrnimmst, beobachte nur. Und beobachte jetzt, dass es nicht die Felder sind, die Wolken sind, die dich anziehen, sondern dass dieser Zug von dir herkommt. Das sind die Anteile in dir, die Teil einer Herde, Teil eines Kollektivs sein wollen. Die glauben, wenn sie gelebt werden, ist man Teil einer Gruppe und ist man stärker. Nennen wir diese Anteile mal Schafe. Ganz wertfrei, weil wir bei Wolken sind. Da gibt es Schafherden und du hast manche Schafe in dir. Und das ist weder gut noch schlecht, sondern das ist einfach eine Beobachtung. Und nun geht es darum, diese Schafe in dir selbst, in deinem Licht zu integrieren. Ich bitte nun darum, um die Impulse, um die Frequenzen, diese Schafe, diese Anteile von mir, die mich daran hindern, in meiner Mitte zu bleiben, die sich von kollektiven Energien verführen lassen, diese nun in mein Licht zu integrieren. Und vor allem bitte ich darum, dass diese Schafe, meine schwarzen Schafe, die ich ablehne, dort, wo ich als erstes kategorisch verneinen würde, nein, so bin ich nicht, dass vor allem diese zuerst in mein Licht integriert werden. Und ich spüre, dass es nicht in meiner Macht liegt. Ich bitte um Hilfe und um Unterstützung der geistigen Welt. Ich bitte nun um Heilung und Vergebung, dass ich, der ich vom Weg abgekommen bin oder die ich vom Weg abgekommen bin, mit manchen Teilen nun wieder auf den rechten Weg gehen kann, dass ich alle Anteile wieder in diesem unendlichen Licht, in dieser göttlichen Mitte vereinen kann. Ich spüre, dass ich es selber nicht kann. Ich spüre, dass ich die Gnade, die Liebe, die Vergebung und das Verständnis des Lichts benötige. Und hier in meinem tiefsten Zentrum rufe ich nun die Gnade, die Liebe, das Verständnis an.
Ich bitte darum, dass mir vergeben wird, weil ich nicht weiß, was ich tue. In vielen Augenblicken bin ich unbewusst und ich bitte nun, dass sich diese Anteile, diese Schafe jetzt alle in mein Licht zurückintegrieren, soweit es von oben erlaubt ist. Ich spüre, dass ich vieles in meinem Leben bewerte und jede Wertung ist eine Trennung. Jede Wertigkeit erzeugt eine neue Wolke, ein neues Schaf. Und ich bitte nun darum, dass diese Wolken, diese Schafe, diese Anteile zu mir zurückintegriert werden. Ich bitte um das Bewusstsein, mir meiner Verantwortung als Schöpferin oder Schöpfer bewusst zu sein. Ich bitte um die Verantwortung, mir meine Bewusstheit als Schöpferin oder Schöpfer zu aktivieren. Ich bitte um die Verantwortung als Schöpferin und Schöpfer meines Lebens. Spüre jetzt, wie das Licht sich in deinem Lebensraum aufbaut. In deiner Mitte entspringt dieses Licht, in der Mitte deines Lebensraumes, und dieses Licht setzt sich nun in deinen Körper fort. Das Bewusstsein, dass du Schöpferin oder Schöpfer bist, aktiviert sich jetzt in deinem Dasein. Und du bist nun bereit, all dein Licht, all deine Anteile in dir zu vereinen. Alle deine Schattenanteile, alle deine abgespaltenen Schäfchen kehren jetzt ins Licht, in dein Schöpferlicht zurück. Und alle Ebenen, auf denen du manipuliert wurdest, wo dir gesagt wurde, dass du keine Schöpferin bist, dass du eine Sklavin, ein Sklave des Schicksals bist oder dass andere über dich bestimmen, dass andere die Macht haben, dass andere die Kontrolle haben, dass andere die Pläne haben, die dein Leben selbst betreffen oder beeinträchtigten. All diese Manipulationen lösen sich nun im höchsten Licht. Und du spürst, dass du frei wirst. Dein Antlitz sei aus Licht.
Deine Taten seien aus unendlichem Licht. Sie kommen vom Licht und sie gehen ins Licht zurück. Deine Werke seien inspiriert von der höchsten Quelle. Dies ist mein Raum und dies ist meine Würde. Ich entscheide mich für das höchste göttliche Bewusstsein. Ich entscheide mich für den höchsten göttlichen Schutz. Ich entscheide mich, im Lichte meiner Mitte, meiner Bewusstheit zu verweilen. So sei es, so sei es, so sei es. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus und lass dieses Licht nochmal durch deinen Körper fließen. Und bedanke dich bei der geistigen Welt, bei deiner inneren Führung, bei deinem Mittelpunkt, bei deinem Zentrum für die Unterstützung. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Streck dich durch. Spüre, dass dieser Raum in dir ist. Und spüre, dass du jederzeit in diesem Lebensraum wieder arbeiten kannst. Und dann komm ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Bedank dich nochmal und dann öffne deine Augen. Sehr gut. Du kannst jetzt mit diesem Bild, mit diesem Raum, ja, der außen so bewegt ist mit Energien und in der Mitte dieses Zentrum hat, immer arbeiten. Und so bleibst du quasi in deiner Energie. Und du hast auch gemerkt, dass es wirklich nicht so ist, dass du keine Kontrolle hast, sondern dass du eigentlich entscheidest, ja, wo zieht es mich hin? Und wenn du aus deiner Mitte kommst, dann sind das so Anteile, die noch nicht so trainiert sind quasi. Das waren so diese Schäfchen, diese Wölkchen. Und da hast du heute jetzt gut was gemacht und so wirst du merken, dass du auch in eben Menschenmassen, wo diese Felder prominenter sind, dominanter sind, dass du mehr in deiner Mitte bleiben kannst. Ja, wie ist dir bei dieser Reise gegangen? Was hast du gefühlt? Schreib es mir einfach in die Kommentare. Und ja, ich freue mich über einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, teile das Video und ich wünsche dir eine gute Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dein Oliverini. Tschüss.